Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr seht, ich bin nicht daheim. Ich bin nämlich in Rosenheim bei der lieben Sophia Thiel zu Gast. Grüezi miteinander. Grüezi miteinander. Ich wollte gerade fragen, Sophia, hast du was verstanden vom Schweizerdeutsch? Am Anfang schon ein bisschen und dann wurde es immer weniger. Dann wurde es immer weniger und wie auch immer, mein YouTube-Kanal ist ja auch auf Hochdeutsch, weil ich natürlich auch viele deutsche Zuschauer habe. Deswegen bleiben wir bei Hochdeutsch, dass auch du mich verstehen kannst. Wir haben nämlich heute Großes vor. Möchtest du kurz erklären, meiner Community, liebe Sophia, was wir heute zusammen hier vorhaben? Ja, und zwar kombinieren wir nämlich deine Lieblingsrezepte mit meinem Meal Prep Ding, sage ich jetzt mal. Also ich bin so voll die Meal Prep Tante. Also seitdem ich mit dem ganzen Fitness begonnen habe, wollte ich immer vorbereitet sein. Denn die meisten, sag mal, nicht so gesunden Sachen passieren eben außerhalb im Bäcker, eine Pizzabude, Dönerbude, was weiß ich. Deswegen, ich bereite immer am Abend meine Mahlzeiten meistens für 2 Tage gleich vor, damit ich es immer mit dabei habe. Aber es ist auch super cool für stark Berufstätige und Schüler oder Studenten. Mhm. Was machen wir heute? Genau, liebe Sophia, was machen wir heute? Ich habe hier 4 Gerichte vorbereitet. Als erstes zeige ich ein ganz einfaches Frühstück, was in einer ganz einfachen Variation, glaube ich, auch schon jeder kennt, nämlich ein Oatmeal. Wir machen jeden Tag. Isst du jeden Tag? Super. Dann zeige ich dir das in einer veganen Ausführung. Da haben wir unter anderem Hanfsamen mit dabei, Chiasamen, Vanillebourbon, Kokosflocken, Zimt, Mandeln, also ganz viele tolle Sachen. Das wird ein richtig tolles Oatmeal voller verschiedener Nährstoffe. Dann fürs Mittagessen habe ich mir eine Quinoa Bowl ausgedacht, die ich dir gerne zeigen würde. Die geht super schnell, super einfach. Hat in meiner Instagram Story schon gesehen. Sieht sehr gut aus. Ich muss ehrlich gesagt sagen, meine Freunde lachen mich auch oft schon aus, weil die sagen, kochst du eigentlich auch was anderes als Quinoa Bowl? Das ist echt eins meiner Lieblingsrezepte. Und kann man super mitnehmen und auch kalt schmeckt es richtig gut. Nach dem Mittagessen bekommt man irgendwann auch wieder Hunger und dann haben wir hier einen Snack. Kannst du vielleicht schon erahnen, was wir daraus zauber werden? Okay, Sesammus, Tahin, also Kichererbsen, Olivenöl, Hummus vielleicht? Richtig. Cool. Das wird ein Hummus. Hummus ist etwas, was ich glaube, was fast jeder mag. Aber viele stellen sich das immer so schwierig vor. Hast du schon mal Hummus gemacht? Ich schon. Also ich finde es immer eigentlich auch sehr einfach. Ich habe mich auch damit beschäftigt, weil Kichererbsen sind eine super tolle, ballaststoffreiche, auch Proteinquelle. Ach, Eiweißquelle, richtig. Genau. Und was mich immer gestört hat, wenn du die im Supermarkt kaufst, diese ganzen unnötigen Zusatzstoffe. Und ich bin auch trotzdem Fan von unverarbeitet, natürlich kochen und am besten so wenig Zutaten wie möglich. Richtig. Deswegen, Hummus kann man so super easy einfach selbst machen. Zeigen wir hier heute die Sophia und ich. Was ist das? Ja, da haben wir natürlich auch noch was. Wir möchten ja auch noch was zu Abend essen. Und da habe ich jetzt alles bereitgestellt, was wir für ein veganes Linsencurry brauchen. Wird also so ein bisschen indisch-asiatisch angehaucht, sage ich jetzt mal. Die pflanzliche Eiweißquelle schlechthin, Linsen, kommen damit rein. Ja, wir haben hier 4 leckere Gerichte, die auf uns warten. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Bist du ready? Ich bin ready. Let's go. Ja, als erstes Frühstück. Ja. Oatmeal. Die wichtigste Mahlzeit des ganzen Tages. Richtig. Kennst du, ja? Also, und zwar zeige ich jetzt dir das, wie ich das mache, wenn ich es vorbereiten will für mehrere Tage. Das geht nämlich ganz einfach. Ich mache mir als erstes mal die Haferflocken da rein. Und jetzt natürlich individuell. Du weißt, ich persönlich habe es nicht mehr so mit dem exakten Kalorienzählen, Makros tracken. Aber man könnte natürlich jetzt eine Waage darunter stellen und sich seine Menge abwiegen. Klar. Ich persönlich rechne lieber so mit Esslöffel. Ich mache so ungefähr meine 5 Esslöffel da rein. Habe ich ungefähr 50, 60 Gramm Haferflocken. Am besten in das Glas und nicht um das Glas. So. Das passiert am besten. Jetzt möchte ich da ganz viele verschiedene Zutaten mit reinmachen. Das ist gut. Ich habe hier einmal Bio-Kakaopulver. Genau, das ist jetzt pures, ungesüßtes Kakaopulver von MyFairTrade. Cool. Super, mach das damit rein. Dann kannst du so, so eine Spitze Zimt mit reinmachen. So viel? Sehr gut, das ist gut. Das passt. Dann habe ich hier Chiasamen, Kokosflocken, die ich da gerne mit reinmachen würde. So ein knappen Esslöffel, genau. Chiasamen haben ja extrem viel gute Omegas drin. Sehr, sehr, sehr gut. Das brauchen wir auch in unserem Oatmeal. Bisschen Kokosflocken. Magst du Kokos? Ich liebe Kokos. Ich eben auch. Also hau rein. Hau da rein, der Kokos. Sehr gut. Jetzt etwas, was viele gar nicht wissen.
Hanfsamen haben extrem viel Eiweiß. Richtig, Sophia weiß es natürlich, auch als Nicht-Veganerin, als Fitnessfrau weiß man Bescheid. Also wenn ihr eine pflanzliche Eiweißquelle sucht, Hanfsamen sind das, was ihr braucht. Macht mal einen gehäuften Esslöffel rein. Genau, schön viel Eiweiß. Yes, rein damit. Super gesund. Machst du ein bisschen Mandel da rein. Genau. So einen Löffel. Genau, so einen Löffel. Super. Jetzt kann das eigentlich schon so gut wie als fertig angesehen werden. Nur diejenigen, die noch ein bisschen süßen möchten, könnten noch mit Kokosblütenzucker arbeiten. Kokosblütenzucker kennst du auch? Mhm. Niedrigen glykämischen Index. Index. Genau. Und es hat so einen leichten, karamelligen Geschmack. Ja. Ich würde jetzt da auch noch so einen halben Löffel so mit reinmachen. So. Genau, super. Dann wird es auch schön lecker süß. Genau, jetzt kann ich das so mit der Banane in den Küchenschrank stellen. Und jeden Morgen, ich kann natürlich jetzt hier 2, 3, 4 Portionen von vorbereiten. Und jeden Morgen kann ich das dann schütteln. Ich kann das mit der pflanzlichen Milch meiner Wahl aufgießen. Was magst du am liebsten für pflanzliche Milch? Also ich mag richtig gerne Mandelmilch, aber auch Hafermilch. Mhm. Mandelmilch, Hafermilch könnt ihr nehmen, Reismilch. Oh ja, Reis ist auch gut. Reis ist auch gut, was auch immer ihr mögt. Morgens, wenn ihr aufsteht, keine Zeit habt, nur aus dem Küchenschrank nehmen, aufgießen, in die Mikrowelle stellen, genießen und fertig. Die Banane da reinschnippeln, that's it. Anja, was gibt's zum Mittagessen? Ja, zum Mittagessen gibt's die Quinoa Bowl, die du auch schon in den Insta-Stories gesehen hast. Cool. Das Wasser kocht hier nämlich schon. Dann kümmere ich mich um den Quinoa. Richtig. Sehr gut. Wie viel Quinoa? So gute 200 Gramm? Ja, also das jetzt hat auch wieder das Ding, wenn wir für einen Tag kochen, ist eigentlich so 80 bis 100 Gramm ausreichend. Ja. Wenn du jetzt halt für 2 Tage kochst, logischerweise das Doppelte oder dann auch das Dreifache. Individuell, je nachdem, ob ihr Kalorien trackt, Makros zählt, könnt ihr jetzt individuell abwiegen. Wichtig, die Menge immer roh wiegen, falls jemand noch Kalorien zählt, richtig? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, jetzt kannst du dir die Zucchini schneiden. Ich mache dir ein bisschen Platz. Mhm. Und zwar machst du so gut, du kannst einfach so kleine Würfel. Ja. Und das braten wir dann gleich mit der Paprika zusammen an. Was haben wir jetzt hier in der Pfanne? Wir haben jetzt hier ungefähr einen Teelöffel Kokosöl. Richtig. Und braten jetzt unsere Paprika, die Peperoni, die Zwiebel und die Zucchini, braten wir jetzt darin an. Ich hole mal einen Pfannenwender. Sehr gut. So. Sehr gut. So, und wenn du magst, kannst du da jetzt gerne ein bisschen drauf aufpassen. Ich pass auf, ja. Dann kannst du das mal da in Ruhe anbraten, während ich hier schon mal die Kidneybohnen ready mache. Als nächstes schneide ich jetzt hier auch schon mal die Tomaten, welche auch in die Bowl mit rein sollen. Jetzt warten wir nur noch, bis der Quinoa fertig gekocht ist. Das schaut auch schon mal sehr gut aus. Danach wird das alles in der Bowl zusammengemixt. Was jetzt noch fehlt, ist der kleine Geheimtipp von mir. Und zwar ist das was, was du vielleicht auch mal in der nicht-veganen Küche ausprobieren kannst oder die Zuschauer, die nicht vegan sind und mal so ein bisschen mehr Pep in ihre Lebensmittel bringen wollen. Gerade in so eine Bowl, in alle möglichen Gerichte, habe ich so eine Geheimkombination. Und zwar ist die Zitronensaft, Knoblauch und irgendein Kraut deiner Wahl. Mhm. Wir nehmen jetzt heute Basilikum, geht aber auch mit Koriander, Schnittlauch, was auch immer ihr mögt. Und der Zitronensaft sorgt halt dafür, dass die Gerichte so frisch schmecken und nicht trocken werden. Ja. Knoblauch, magst du Knoblauch? Ich liebe Knoblauch? Ja, ich eben auch. Es gibt ja Leute, die hassen Knoblauch. Sophia und ich lieben Knoblauch. Das heißt, wir haben ordentlich Knoblauch damit rein. Geht? Soll ich das halten? Ja, geht. Dann gießen wir mal den Quinoa ab. Tada! Dann kannst du die Walnüsse so ein bisschen zerdrücken. Mhm. Ich mache gleichzeitig die Kidneybohnen dazu, Knoblauch dazu. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Basilikum. Entweder kannst du den auf dem Brett schneiden oder wir machen es uns einfacher und machen das mit einer Schere. Das kannst du da einfach so Stückchen reinschnibbeln, nach Belieben, größer, kleiner, wie du magst. Aber du hast recht, ich habe mich etwas verschätzt, es hat nach so viel ausgeschaut hier drin. Das ist eigentlich gut, eine Mahlzeit. Wunderschön. Perfekt. Mittagessen, check. Und Sophia und ich zeigen euch jetzt, wie man mit relativ wenig Zutaten Hummus machen kann. Los geht's. Richtig cool. Also Sophia, als erstes darfst du mal die Kichererbsen mixen. Mhm. Hier haben wir jetzt sie auch im Glas. Hol mal dein Küchengerät. Genau, hol mal dein Küchengerät hier. Und ich gebe jetzt hier für eine normale Portion Hummus mal die Hälfte dieses
Glas Kichererbsen hier in den Mixer. So, währenddem Sophia jetzt das Tahin vorbereitet, mixe ich hier schon mal die Kichererbsen. Sehr und die gut. Stücke wegmixen, oder? Genau, die mixen wir dann gleich weg. Jetzt kannst du so einen guten Viertel des Glases da reinmachen. Ich mache vom Verhältnis her am liebsten 3 Teile Kichererbsen und 2 Teile vom Tahin. Tahin ist übrigens Sesammus. Jetzt, wenn man das, kannst du mir geben, mixt, wird das relativ dick. Deswegen ja. Machen wir da schon mal ein bisschen Flüssigkeit dazu, einen guten Esslöffel Olivenöl. Jetzt ein bisschen Wasser und der Saft von einer Zitrone. Ja, Konsistenz schon mal super. Jetzt teste ich, ob es noch mehr Zitronensaft braucht. Das passt. Was jetzt noch fehlt, ist Knoblauch. Knoblauch? Dankeschön, Knoblauch. Wo kommt denn her? Ich habe keine Ahnung. Der kam einfach so daher geflogen. Und das war's eigentlich. Jetzt können wir nicht ja. Das Gemüse schnippeln. Das war's eigentlich schon. Alles Mögliche, was ihr an Gemüse mögt, könnt ihr jetzt schnippeln. In eurem Tupperware vorbereiten, das hält sich auch ein paar Tage, genauso wie auch der Hummus. Sophia macht jetzt den Hummus hier ins Tupperware, dann kann sie das auch einfach gut in den Kühlschrank stellen. Das bleibt dann gut ein paar Tage frisch. Oder ihr könnt natürlich anstelle von Gemüsesticks Hummus auch einfach als Brotaufstrich verwenden. Richtig gut, ja. Oder wenn ihr es noch ein bisschen flüssiger macht, heißt noch einen Schuss mehr Wasser dazu oder eine pflanzliche Milch, kann man auch gut eine Pastasoße damit machen. Habe ich auch schon ausprobiert, ist echt auch super lecker. Also Hummus. Geht einfach immer. Yes. Cool, jetzt sind wir schon bei der letzten Mahlzeit. Was gibt's zum Abendessen? Ja, zum Abendessen, liebe Sophia, gibt's ein Linsencurry. Cool. Was wir hierzu brauchen, haben wir wie immer direkt vor uns. Wow. Und zwar natürlich für Linsencurry braucht's Linsen. Die vegane Proteinquelle schlechthin. Gibt es ja verschiedene rote Linsen, Bermuda-Linsen. Genau. Richtig, wir haben jetzt hier gelbe. Da könnt ihr aber die Linsen nehmen, welche ihr wollt. Welche magst du am liebsten? Hast du eine Präferenz? Rote, braune, grüne? Ich mag rote sehr gerne. Rote sehr gerne? Das sind die Tellerlinsen, glaube ich, oder? Genau, das sind so Tellerlinsen. Ich glaube, das sind gelbe. Ja. Gelbe Tellerlinsen. Wie macht es mit den gelben Tellerlinsen? Cool, was darf ich machen? Ich würde sagen, Sophia, du legst direkt mal los mit Kartoffelschneiden. Mhm. Und zwar kannst du die in kleine Würfel schneiden. Ja. Je kleiner man sie schneidet, desto schneller sind sie durchgekocht, falls man Zeit sparen möchte. Ich beginne hier schon mal einmal mehr mit Zwiebelschneiden. Das Kochen beginnt nämlich dann mit Zwiebel und Ingwer, welche wir im Kokosöl anbraten. So, jetzt als erstes schmeiße ich hier mal den Ingwer zusammen mit den Zwiebeln ins Kokosöl. Das kannst du, wenn du magst, ein bisschen da daneben stehen. Genau, gucken, dass das nicht gleich anbrennt. Anbrennt. Und als nächstes machen wir jetzt hier Kreuzkümmel rein. Mhm. Currypulver, gelbes Currypulver und Kurkuma. So. Darfst du da gut weiterrühren und ich mache schon mal die Kokosmilch ready. So, jetzt haben wir das Ganze leicht gesalzen und jetzt machen wir da die gelben Linsen dazu. Und gleichzeitig kommen auch gleich die Kartoffeln da rein, welche du schon so gut in Würfel geschnitten hast. So. Cool. Deckel drauf und kochen lassen, oder? Deckel drauf. Kochen lassen, das ist es fürs Erste. So, die Kartoffeln und die Linsen haben jetzt hier in unserer Kokosmilch gut vorgekocht. Das riecht so gut. Riecht gut, was? Jetzt als letzten Schritt machen wir hier den fein geschnittenen Knoblauch und den Spinat mit rein. Soll ich den Spinat? Genau, nimm doch mal den Spinat, mach den da rein. Kannst du auch gerne mal gut umrühren. Ja. Und dann werf ich gleich hier den Knoblauch nach. Spinat ist drin, Knoblauch ist drin. Jetzt das Ganze nochmal auf mittlere Hitze kurz ziehen lassen und danach ist es auch schon fertig. Yes. So, Sophia, das Linsencurry ist fertig. Es sieht einfach nur köstlich aus. Sieht gut aus, was? Jetzt nur noch in die Tupperware füllen. Genau, jetzt kannst du das direkt in die Tupperware. Man könnte jetzt einfach noch so ein bisschen Koriander reinmachen. Auch hier dasselbe. Kräuter erst am Schluss, dass die nicht verkochen und ihren Geschmack behalten. So, guck mal, hier haben wir jetzt ein leckeres veganes Linsencurry mit Linsen und Spinat, somit voller Eiweiß. Richtig gut. So, meine Liebe, Sophia und ich haben gekocht. Wir sehen jetzt hier wunderschön vor uns Frühstücks-Oatmeal, Quinoa-Bowl für den Lunch, Hummus mit Dipgemüse als Snack und ein veganes
Linsencurry mit Spinat. Ein Traum. Also, ein Traum. Was spricht dich am meisten an? Ich glaube, mich persönlich das Linsencurry und es, dich? Es duftet so. Ja. Mich das Oatmeal. Und jetzt schaue ich mal das an. Und zwar ist das Ganze auch noch fest geworden. Ich zeige euch mal das. Also wenn man das über Nacht stehen lässt, dann hat man so ein richtig geiles Schokopudding. Ja. Oat. Ding, sag ich jetzt mal, also richtig geil. So, ich würde sagen, Sophia und ich haben definitiv genug gekocht. Sophia, ja. Es war mir eine mega Freude, hier bei dir in Rosenheim zu Gast zu sein. Und ja, ihr meine Lieben, wenn ihr noch mehr von der Sophia sehen möchtet, checkt unbedingt ihren Kanal. Du hast nämlich Großes vor dieses Jahr. Du wirst weitere Wettkämpfe machen, richtig? Ja, nach 4 Jahren Wettkampfpause werde ich jetzt wieder am Wettkampf teilnehmen. Ich bin jetzt schon ganz am Anfang meiner Vorbereitung und das wird sich jetzt natürlich im Laufe der Zeit verändern. Aber kommt auch gerne vorbei, denn ich habe mit der Anja richtig coole vegane Frühstücksideen gemacht. Yes. Die Rucki Zucki gehen und super schmecken. Vor allem das ganze Team hier hat schon mit Begeistern das Ganze vernichtet. Und jetzt lassen wir es auch schmecken, würde ich uns sagen. Ich würde sagen, wir hauen rein. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Mua. Tschüss zusammen, danke fürs Schauen. Ciao.